Leute, ich hab Bock. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland startet ein neues Spiel und es wird nicht irgendein Spiel, es wird das Spiel, auf das wir uns alle freuen. Zelda: A Link's Awakening. Los geht's. Ich sag's gleich weg, Spoilerwarnung, Triggerwarnung, alles schon mal voraus. Wer mit Skill nichts am Hut hat, ja, also wer irgendwie allergisch auf unfassbares Können reagiert, dem rate ich jetzt abzuschalten und nicht weiter zu gucken. Ich gebe euch noch kurz 5 Sekunden. Okay, dann legen wir los mit Zelda: A Link's Awakening. Leute, was haben wir uns gefreut, als dieses Spiel angekündigt wurde. Diese tolle Optik, diese süße Grafik von diesem genialen Spiel. Ich habe es damals zum ersten Mal gespielt, als es auf dem Game Boy rauskam. War es der Game Boy? War es der Game Boy Color? War es der Game Boy Advance? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich mich an nichts mehr erinnere. Insofern ist das quasi heute für mich ein neues Spiel. Was denn hier der klassische Schwierigkeitsgrad? Der erlittene Schaden mit Verdummung ist scheint keine Herzen, auf gar keinen Fall. Nicht, weil ich nicht könnte, sondern man muss sich das Leben ja nicht. Da muss ich das Leben ja nicht schwer machen. In jedem anderen Spiel nenne ich mich um, aber bei Zelda muss man schon irgendwie Link heißen. Ach, guck doch mal, wie toll das aussieht. Ein Glück, bist du wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kukulint. Bist du in Ordnung? Ich liebe es, wenn Link aufwacht und erstmal Amnesie hat. Aber damals war das zumindest noch einigermaßen neu. Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig. Dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Jetzt schiebt sie mir auch noch die Schuld in die Schuhe. Ich bin Opfer von irgendwas. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze drauf. Möglicherweise für die Piranha-Pflanze. Wer spinn ich denn? Was fällt dir ein, da herumzuwühlen, du ungezogener Kerl? Na? Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heiß übrigens Tarin. Geht's dir gut, Link? Woher weiß er, wie ich heiße? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Da-da-da-da. Du hast dein Schild alle gedrückt, um den Gegner im Angriff abzuwehren. Chank, Chank. Okay, sehr gut. Das war jetzt aber schon eine Ladezeit, um das Haus zu verlassen. Na gut. Ach, guck mal, wie toll es aussieht. Ich bin noch zu lauchig, um Lauch hochzuheben. Guck mal hier, ich kann das Gemüse nicht hochheben. Oh, ist das schön. Oh, guck mal, der Fuchs, ich kann gar nicht. Aber guck mal, ist das schön. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du auf dem Systembildschirm aufrufen, drück das Plus und R. Ich mag das immer nicht, wenn Ingame-Charaktere sowas erklären. Das zieht mich immer irgendwie aus dem Spiel. Das ist, diese Telefonzelle. Tut, tut, ja, hier, Ulrira? Hieß die nicht immer anders? Die hieß doch anders. Frage mich alles, was die Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es so manche interessanten Bücher. Du solltest lesen. Tschüss, klick, tut, tut. Okay, alles klar. Also wir sollen ja erstmal zum Strand. Ich meine, Leute, normalerweise würde ich hier jetzt erstmal alles abchecken und so weiter, aber es ist ja nicht normalerweise. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland, der hat natürlich auch ein bisschen Druck, hier was abzuliefern und auch voranzukommen. Aber man muss natürlich schon auch in so einem Spiel alles mal abchecken. Guck doch mal, wie schön das ist. Ich kann mich überhaupt nicht dran satt sehen. Und wie toll der aussieht. Könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Ach, das ist Ulrira.
Ja, sicher. Ring, ring, klack, hallo, hier ist die Mini-Tendo-Galerie. Haben Sie ein Lichtbild für uns? Nein, dann machen Sie bitte die Leitung frei. Klack, tut, tut. Okay. That was weird. Mal wie der Kopf mitgeht. Als ob er mich angucken würde. Naja. Aber auch nur bis hierhin. Das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht einer Kraft nicht dafür. Ist ja gut. Also gehen wir jetzt zum Strand. Aber erst hebe ich dieses Huhn hoch. Jetzt bin ich in die Hundehütte gegangen. Ach, guck mal, ein Kleiner. Schnüppchen. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du ein schickes Accessoire hast, nur her damit. Das macht alles Sinn. Aber der war frei, der war nicht an der Kette. So, wir sind übrigens im Möwendorf. Kann man hier eigentlich mal so eine Übersichtskarte? Okay, das ist das Inventar, alles klar. Speicherbildschirm. Oh, es geht ja flott. Habe ich schon einigermaßen gerade aufgedeckt. Aber da sehen wir. Ne? Hier. Das ist ja von der, ich überlege gerade von der Anordnung. Hier ist quasi Wüste. Das erkenne ich an den Palmen. Ach, an den Palmen. Dann haben wir hier Wüste. Das erkenne ich hier am Kaktus. Offensichtlich ein Labyrinth. Eine Höhle im Wasser. Das ist Schloss Hyrule. Der Graveyard. Das hier könnte der, wie heißt der nochmal? Magic Forest? Gott, ich habe die ganzen Namen vergessen. Hier das Gebirge immer, Schicksalsberg und so, ne? Wie das hieß. Bringe ich jetzt Herr der Ringe durcheinander? Also es ist ein bisschen anders, aber nicht ganz. Also es ist schon so ein bisschen Hyrule, wie man es kennt, finde ich. Man ist nicht ganz orientierungslos vielleicht. Das steht hier auf dem Schild. Wurmpalast. Toronga-Strand. Das macht mehr Sinn. Also ich dachte, es prallt ab. Offensichtlich nicht. Sogar diese Stacheldinger hier sehen süß aus. Vorsicht, Seeigel. Mit dem Schild zur Seite schieben. Ist doch völlig unnötig, dass ich den oberen geschoben habe. Ey, was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Da ist das Schwert. Klotz Euler. Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden in den Zauberwald. Schon relativ eindeutig, was zu tun ist hier. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Schwinge es durch Drücken von B und um Gegner anzugreifen. Nice. Super geil. Kann man eigentlich ins Wasser? Es spielt sich echt gut. Das habe ich ja auch schon, weil die unser Coverage von der Gamescom gesehen haben, habe ich es ja schon mal kurz angespielt. Und ich war schon echt angetan, wie soll man das beschreiben, wie crispy sich das spielt. Es ist echt sehr präzise, super Kollisionsabfrage, super direkt. Kein Input-Lag oder irgendwie sowas. Das
Steuert sich echt gut. Da ist ein Affe. Aber der ist nicht mit. Okay, da komme ich noch nicht ran. Was ist hier los? Das sieht ja romantisch aus hier. Vielleicht kommen wir später noch mal wieder. Im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Na, ein seltsames Hobby. Stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Okay. Der im Englischen auch Erwin heißt? Irvine, dann? Wieso mache ich das überhaupt? Ich weiß doch, dass ich es nicht hochheben kann. Hier kann man generell noch nicht so viel machen. Also, wir merken uns. Warte mal, was ist hier? Hier ist nichts. Dosenfutter an das blaue Krokodil mit dem Hut am Strand. Oh, was ist das? Ein Ahorn. Schutzeichel. Sie reduziert Schaden, den du erleidest, um die Hälfte. Ach, das wird sofort aktiviert. Ja, nun. Hier, bei dieser äußerst schweren Stelle bin ich gar nicht mal so wichtig. Aber ich finde gut, dass es hier nicht noch irgendwelche neuen Features gibt, so wie jetzt zum Beispiel bei den Final Fantasy Remakes, die ich zwar super finde, also Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 sind ja neu rausgekommen, aber dass die da Cheats mit implementiert haben, finde ich nicht gut. Da kannst du alle Random Encounter ausstellen oder unlimitierte Limit Breaks und so. Das für das gesamte Spielprinzip ad absurdum. Demotiviert mich eher. Weil ich dann natürlich, wenn ich das Spiel spiele und da ist eine nervige Stelle, muss ich mich disziplinieren, nicht den Knopf zu drücken, der mir es jetzt einfacher machen würde. Ich will diese Option gar nicht haben. Oh, hier ist schon das erste Schloss. Also, der erste Dungeon. Ja, aber wir haben natürlich nicht den Schlüssel. Wir sollen ja auch erst in den Zauberwald. Es könnte natürlich sein, dass hier irgendwo eine Höhle ist. Wir werden es nicht erfahren. Ich wünschte, ich könnte schon rennen. Achso, da. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf die Karte der Insel zu sehen. Und man kann durch Drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Ich bin noch ein bisschen dumm. Ah, die Dorfbücherei. Die Vorzüge der Teleporter, das Buch lesen? Nein. Gar kein Fall. Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Einsatz des Schildes für Fortgeschrittene. Ja. Hältst du R gedrückt, kannst du dich vor gegnerischen Angriffen schützen. Und manche Monster sogar wegschütteln. Den Schild gibt es auch als Sondermodell. Spiegelschild. Der Fernangriffe reflektieren kann. Wow. Das ist ein anderes Buch. Die dunklen Geheimnisse von Kukulint. Das Buch lesen. Wirklich? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern in dem Buch wohl nicht lesen können. Vielleicht hilft es, wenn du ein paar Leute unter die Lupe nimmst. Okay. So viele Geheimnisse. Thank you.
Aha, jetzt ist er weg hier, der Dr. Mario. Da hinten, guck mal, da sind Pilze. Mushrooms. Was ist das für Geräusche? Hier rein. Was haben wir denn hier? Yoshi! Das Bonusspielchen. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Klar, Mann! Der Rest ist Timing. Stell ich an die Knopf. Okay, was ist denn geil? Der Herzcontainer natürlich. Hä, das Schild? Ist das ein besonderes Schild? Kann man das Schild verlieren? Wieso sollte man. Ist das ein anderes Schild? Was ist der Yoshi? X nach hinten, A nach rechts. Ist der Baby-Eier leicht? Kein Cash in the Tash. Was kann ich jetzt mit dieser Sache? Eine Yoshi-Puppe bekommen. Du liebst Yoshi. Ja, aber jetzt sag er mal. Ich meine, das war doch auch das Zelda, wo man so viel getauscht hat. War das das? Oder war das Majora's Mask? Ich weiß es nicht mehr. Nee, keine Lust. Ich kann ja nicht mehr. Na gut, for what it's worth. Wir werden es sehen. Jetzt machen wir erstmal weiter. Oh, da klärt es sich schon. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Also Mama will unbedingt so eine haben. Ja, dann hätte deine Mama spielen müssen. Ich habe die letzte. Mach's gut, du Flasche. Okay. Du bist ja ein toller Hecht. Sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus ist das im Norden mit den 2 Türen. Oh, 2 Türen. Der feine Herr. Zaubermuschel, wozu sie wohl gut ist. Weiß ich doch. Hübsche Muscheln, die es auf der ganzen Insel zu finden gibt. Es ist wirklich so, ich hab's komplett vergessen, Leute. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, wofür hier was ist. Warum mache ich das? Weil ich die Kohle will. So, jetzt kann ich nämlich noch mal spielen da unten. Sag mal, die rote Münze. Wie viel ist die wert? Wie viel Rupees? Kann ich mich ja unendlich reich machen, theoretisch. Ah ja, okay. Vielleicht auch nicht. Es fällt aufs Band. Guck mal. Oh. Ja, okay, so viel zum Thema. Oh, was ist denn das da rechts? Guck mal. Dieses, wer ist denn die Dinger nochmal? Ah. Immer diese Glücksspiel-Dinger in Videospielen. Du hältst jetzt mal die Klappe. Hey, da draußen ist Wand versehen. Okay, einmal noch, Leute. Einmal noch, bevor ich weitergehe. Ihr seid selber schuld. Ja!
bisschen früher loslassen. Easy. So. Siehst du? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt wieder, wenn da jetzt wieder ein roter ist, dann wäre das ja bei meinem Skill unendlich es ist wieder ein roter da. Ja, sag er mal. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, es dauert ein bisschen, aber es kostet 10 und man gewinnt 20. Bitch, better help my money! Ah, das war dumm! Okay, egal, dann hole ich mir jetzt. Was hole ich mir jetzt? Warum sollte ich mir das Schild holen? Ich verstehe nicht, warum ich mir das Schild holen sollte. Nein! Da gehen sie wieder hin, schon wieder 10. Ja, okay. Leute. Große Töne gespuckt. So, okay. Einmal noch. Einmal noch. Wir haben noch genau die zwei Items können wir uns noch holen. Komm. Nimm mit. Ja, ja. Oh. Sehr schön. Schlauer wäre es, den roten jetzt erst zu holen. Boah, der ist ja super schwer. Ich dachte. Es ist auch schön langsam, so dass man keinen Bock hat, unnötig Zeit hier drin zu verbringen. Okay, ich habe einmal ein Geld verspielt und nichts gewonnen. Tschüss. Ja, und das macht der weltbeste Let's Player Deutschlands aus Deutschland der Welt, ihr wisst, was ich meine, natürlich extra. Ist es die Aufgabe von Link, diese Stadt hier pleite zu machen? Nein, es ist die Aufgabe von Link, diese Stadt zu retten. Hey. Doch, hol dir was vom Regal. Bring's zur Kasse. Oh, ich hab kein Geld, ne? Die Luxusschaufel. Hier ist schon der zweite Herzcontainer. Guck an. So, Schild verstehe ich nicht. Kann ich mir nur erklären mit, dass man das Schild wieder verliert. Das sind schon zwei Schilde. Den Schild, nicht das Schild. Dass man den Schild verliert übrigens. Bin mir sicher, das hat mich noch keiner verbessert im Chat. Urunga-Steppe, weiter im Osten Zodorf. Naja. In das Haus mit den zwei Türen. Hier. Ist das eine Halterung? Hört was? Es steht Buhu drauf. Ah. Schenken Sie dem Kind die Yoshi-Puppe bitte. Nö. Das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Ja, das war nämlich diese Tauschgeschichte. Jetzt habe ich die Schleife. Gegen eine Schleife.
Und wir sind mitten im Tauschgeschäft. Überall sind hier diese Halterung für Shy Guy, ja. Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? What? Okay, creepy neighbor. Zieh weg hier. Zieh raus. Ist ja krank. Hallo Tarin, ist in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Ich bin aber lieber hier geblieben, um zu singen. Hör doch mal zu, ich singe jetzt die Ballade vom Windfisch. So. Kein bisschen zu lang. Angelteich. Das liebe ich so an Nintendo, dass sie darauf achten, dass ich das Huhn nicht in den Teich werfen kann. Möchtest du eine Runde angeln? Ich würde, aber ich kann nicht. Nein, ich will das Huhn, wollte ich greifen. Tschüss. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Huhn da hinzuwerfen. Was ist da? Ach, guck an. Hier kannst du ja mit ein bisschen Geschick könnte man theoretisch, was hat das Herz gekostet im Laden? Nee, warte mal, braucht man 3 Herzteile oder 4? 2. Schwer zu sagen. Könnten 3 oder 4 sein. So, Leute, ich hole mir jetzt das Herzteil. Ja. Okay. Tschüss! Abzocke. So, wo ist denn jetzt hier der komische Flüsterwald? Zauberwald, meine ich. Der ist doch immer hier. Irgendwo hier ist er doch. Ach so, warte mal. Nee, da komme ich ja nicht rein. Den Eingang? Ich glaube. Hier. Hä? Ja, sag mal. Ja, okay. Das erste schwierige Rätsel
weiß nicht, viele werden es noch nicht gelöst haben vor mir. Was einfach daran liegt, dass das Spiel noch nicht raus ist. Wir machen kurz Werbung. Und nach der Werbung werde ich versuchen, den Zauberwald zu finden. Und dieses halbe Herzteil mir noch zu holen. Das Drittelherzteil, Viertelherzteil. Man weiß es nicht genau. Willkommen zurück. Zelda A Link's Awakening, Deutschlands bestbester Let's Player der Welt aus Deutschland, spielt das Spiel der Spiele, auf das alle Nintendo-Jünger warten. Und er hat keinerlei Probleme dabei, denn dann wäre er nicht super gut. Außer, dass ich nicht genau weiß, wo es weitergeht. Weil den Fels kann ich hier natürlich nicht hochheben. Irgendwo habe ich noch einen Zugang. Übersehen. Guck mal hier rechts, da geht es ganz schön ab. Vielleicht unten rum. So schön. So, hier lang. Irgendwas. Ey. Nee, hier ist ja das Schloss. Ich habe doch hier alles abgesucht. Ich verstehe es nicht. Das Spiel ist einfach zu schwer. Jetzt gucken wir noch mal. Hier am Strand. Da war das blaue Krokodil. Ja, aber die Truhe. Jetzt auch nicht weiter. Jetzt auch nicht weiter. Wie schnell wachsen diese Sträucher nach? Ja, irgendwas habe ich im Dorf übersehen. Was untypisch ist. Das würde ja so implizieren, dass ich Fehler mache. Also, was? Da ist es doch. Hä? Okay. Der Glotz-Eulor hier. Willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe der Träumenden. Den Träumenden zu wecken. Denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes? Oh, du findest den Schlüssel zu jenem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Uhu! Okay. Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? What? Das ist aber neu, oder? Gab's sowas schon vorher? Hey, hier komm ich doch her. Shit. Da kann ich mich zumindest überhaupt nicht dran erinnern. Okay, ich dachte, ich kann ihn anrempeln wie mit so einem Mario-Stern. Vorsicht! Bei den rissigen Steinbodenplatten Einsturzgefahr. Fledermäuse, ey.
Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Das wird noch ein Spaß, Leute. Shit. Kann ich das schon lösen? Was ist denn mit den Totenschädeln? Das da rein. Wieso kann man die nur einmal schieben? Was sind das für Wundersteine, die man nur ein einziges Mal schieben kann? Dann sind sie plötzlich zu schwer. Warum bin ich zu dumm für das allererste Schieberätsel in Zelda? Ich muss von der anderen Seite kommen. Dammit! Es kann ja nur gehen, indem du... Also den nach rechts bringt gar nichts. Doch. Den nach da. 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 Jetzt komme ich zumindest auf die andere Seite wieder. Aber ich komme hier nicht. Ah! Nee. Okay. Das kann ich jetzt noch nicht lösen. Stimmt's, Leute? Das ist zu schwer noch, ne? Kann ich jetzt noch nicht lösen, das Rätsel, glaube ich. Das geht noch nicht. Ich muss den hier aus dem Weg räumen. Euch diesen Power Glove oder so. Egal. Du hast einen Pilz gepflückt. Verbreitet ein fauliges Aroma. Was macht Pilz? Hey, wie man hier lauter Sachen findet, die man nicht weiß, wofür sie gut sind. Wirst du wohl nicht. Ja, ich dachte, da fällt man vielleicht in den Dungeon nach unten, aber jetzt ist ja nun hier also kein Weiterkommen. Okay, ich muss wirklich zurück. So. Ah, die Dinger. Ah! Ah, kann man nur von vorne öffnen. Ah, kann man schieben. Super schlau. 50 Rubine. 5-mal kann ich zocken davon. Yes. Yep.
What the hell? Ja, noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Da, ein Schätzchen. Hier kann ich nicht wegdöseln. Hä? Alter! Hey, du hast gewonnen. Trantrudis Reformhaus und was? Manbos Teich. Ich irgendwie nirgendwo weiter. Okay, hier ist ein Dungeon, Leute, hier ist ein Dungeon. Dungeon! Sehr schöne Animation. Ein Säckchen voll mit Pulver. Ich kann es gleich mal in der Hütte ausprobieren, aber nicht verschwenden. Zauberpulver. Es kann Gegner mit Zauberpulver bestäuben und schauen, was passiert. Hat es keines mehr, bringe es mir ein paar Pilze, dann gebe ich ihm wieder etwas davon. Findet es keine Pilze, verkaufe ich mir das von den Restbeständen. Ist das Murray da oben links? Murray! Gut, das war auf jeden Fall Murray, das ist doch eine Anspielung auf Monkey Island und die Hexe im Sumpf, Leute. Checkt ihr es nicht? Die Hexe vor allen Dingen. Egal. So, hier geht's überall nicht weiter, weil ich kann ja nichts Schweres tragen. Ja, das würde mich ja schon mal interessieren. Kann man später noch hüpfen? Dann halt ich. Oh oh. Die Orientierung verloren. Wo? Da war die Röhre. Nee. Bodenplatten. Doch. Schon hier hoch war ich noch nicht wirklich. Wieso hat er direkt wieder ein? Mach! Guck mal, jetzt ist er ein Raccoon. Hä? Wieso ist er jetzt ein Raccoon? Was zur Hölle ist jetzt passiert? Hat er mich woanders hingezaubert? Thank you.
ey. Das Geilste daran ist, dass er schneller läuft. Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, ich gar nicht schneller gelaufen. Da ist der dumme Waschbär. Weg, Waschbär. Ja, was? Wie denn? Oder was? Da hat er mich schon niemals gesehen. Ja, wie komme ich an dem Waschbär vorbei? Hier unten eigentlich schon. Hier komme ich doch her, oder? Ja. Tja, nun. Der dumme Waschbär. Super dumm. Wieso sind die eigentlich schon wieder da? Was für ein Agro-Waschbär. Boah, ey. Was immer so schade ist bei Zelda, ist, dass es keinen Erfahrungspunkt gibt. Sonst würde das einen ja hier unweigerlich besser machen. Oh, jetzt habe ich 3 von denen. Bubeldingern da. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da sind Löcher. Ey, wie komme ich denn an einem dummen Waschbär vorbei? Habe ich irgendwas? Da ist der Waschbär. Das heißt, hier hoch komme ich nicht. Da ist die Baumröhre. Da ist die Fee. Hier komme ich raus. Ganz gut, dass man hier schon wirklich genau auf der Karte sieht. Stein, Stein. Ich check. So, jetzt hier nochmal genau gucken. Hier habe ich die, unten habe ich das Feuer gekriegt. Beziehungsweise das geheime Pulver. Hier ist ein Stein, hier geht's nicht weiter. Hier sind Löcher, hier geht's nicht weiter. Aber die Eule hat mir doch gesagt, es gibt den Schlüssel im Wald. Das ist doch schon wieder... Wir haben hier dieses Lametta. Stein, Stein. Okay, also wir sind uns alle einig, da geht's nicht weiter momentan. Check's nicht, Leute.
irgendwas habe ich übersehen. Hier war doch auch eine Sackgasse. Da war noch ein Loch da oben. Weiß ich doch noch. Das ist definitiv. Ich check's nicht. Ey, was ist mit dem Wildschwein? Ah, ich bin so dumm. Okay. Ich hätte es vielleicht mal besser lesen müssen. Natürlich ist es jetzt plötzlich der Pilzesammler. Tarin. Ich hab's nicht gecheckt, weil wenn du auf der linken Seite gehst, dann scheuch dich weg, aber du kannst einfach auf ihn zulaufen und mit ihm reden. Ich hab's sogar schon mit ihm okay, egal. Es war dumm, aber für den weltbesten Let's Player ist kein Rätsel zu dumm. Was? Bin ich kaputt? Ich ruhe mich erstmal aus, später gehe ich nach Hause. Ja, mach das mal. Du warst eben noch ein Waschbär. Da ist der Schlüssel, der Dungeon Key, Wurmschlüssel, whatever. Leute, dieses Spiel ist ein Piece of Cake. Da kommt die Eule wieder. Nur eine Schüssel, hör damit zum Wurmpalast. Dort suche nach einem Musikinstrument, du musst. Aber erst, wenn wir hier gucken, was sind denn das für Dinger? Oh, das ist wieder Power of Triforce. Schnell irgendwas zerstören, solange es geht. Hä? Oh. Okay. Das kommt davon, wenn man sich zu weit nach vorne traut. Und ich habe kein einziges Mal abgespeichert. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ah. Okay, das ist ja relativ nett, sag ich mal. Da hält sich ja die Bestrafung in Grenzen. Lang. Eieiei. Aber was sollen das für Dinger sein? Das check ich nicht so ganz. Schon wieder fast tot. Überall Steine hier. Da haben sich die Game Designer aber auch einfach gemacht mit den Steinen. Warum sollte man denn hier hingehen? Ich verstehe diese Dinger hier nicht. Naja, was steht da?
Gefahr, betreten verboten. Außer für Komet. Tut, tut, ja, hier Ulrira. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss, klick, tut, tut. So, wir gehen jetzt einfach zurück in die Stadt, machen den verdammten Dungeon. Aber vorher, ihr wisst, was jetzt kommt, Leute. Gehen wir ins Casino. Ach so, ein Säckchen. Okay, ich dachte. So, jetzt holen wir uns erstmal hier das halbe Herz. Easy for cheesy. Guck mal hier. Als wenn's nix wär. Zack. Fällt ja fast noch da raus, ne? Da ist es. Klar, läuft ja gerade. Jetzt holen wir uns da den komischen Bow Wow oder wie der heißt. Nicht. Kann ich gar nicht bis da hinten fahren. Den habe ich verkackt. Zu spät gedrückt. Ja, eins noch. Komm. Das könnte klappen. Come on. Yes. Was immer es auch ist. Soll ich noch eins spielen, mir die rote Münze holen? Was sagt der Chat? Ihr seid so doof, das ist nicht live. Hört auf, in den Chat zu schreiben, Leute. Ich mach's sowieso. Troll. Ah, ich hab doch gedrückt! Ja, das wird nichts. Jetzt muss ich quasi noch mal spielen. Um für die Schadensbegrenzung. Stellt ihr die Münze jetzt eigentlich wieder hin? Nee. Okay. Voller Erfolg, würde ich sagen. Meint ihr, man kriegt irgendwas, wenn man das ganze Ding leer räumt? Ja, das schafft man nie da oben. Herzteil. Was für ein seltener Fund. Okay, was? Schnüppchenfigur. Okay, also Schnüppchenfigur, die kann man dann auf diese Halterung vermutlich stellen. Aber warum? Was? Why? Und was ist jetzt da? Okay. Nichts Interessantes. Muscheln. Wofür wir immer noch nicht wissen, wofür die gut sind. So. Also, wir könnten doch mal. Was wollte der noch mal? Zum Tauschen? Nee. Vielleicht will der das Ding. Schleife, siehst du?
Hier ist dein Hundefutter. Wer wollte noch mal Hundefutter? Das Krokodil am Strand, oder? Leute, so läuft der Tauschhandel. Aber warte. But wait, there's more. Wenn der jetzt eine Schleife auf dem Kopf hat. Nein. Nope. Okay. Fuck it. Fuck it. Wir gehen wieder zum Strand. Und zum blauen Krokodil. Diddle-ding, diddling, diddle-ding, diddling, doodle-ding, diddling, daddle-ding, diddling, diddling. Nein, das ist genau diese Dose, fehlt in meiner Sammlung. Gib mir das Hundefutter. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber ja, so ein paar Nahen. Ein paar Nahen? Ein paar Bananen, meine ich. So, was ein Rip-Off. Die Bananen kriegt der Affe hier. Irgendwann mal. So, jetzt machen wir unseren ersten Dungeon, Leute. Seid ihr auch schon aufgeregt? Eine Schutzeichel. Hier ist er auch schon, der Wurmpalast. So, mal gucken, ob ich mich an irgendwas erinnere. Nein. Die sind ja auch süß. Die wollen wir die gar nicht hauen. Die kann man, glaube ich, auch gar nicht hauen. Die kann man bestimmt bouncen. Auf den Schalter bouncen. Okay, was ist mit ihm? Er backt rum. Ein Schlüssel. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Weiß ich doch, alle Gegner im Raum. Ist doch easy. Du hast die Map. Ist lang. Hätte ich mir den Dungeon vermutlich auch noch ohne Map merken können. Aber was ist das? Geh ich direkt rein. Uncool. Was wäre jetzt bei den anderen gewesen? Bei den anderen Farben?
Ein Schnabel aus Stein. Jetzt fehlt nur noch eine Eulenstatue, an die er passt. Weißt du, wo ich eine... Was? Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Stachis muss ich erst mit dem Schild abwehren? Okay. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Ja, nun. Ganz schön was los hier in dem Dungeon. Immer so kleine Silberfische. In dem Fall eher Goldfische. Gold, naja, das macht auch keinen Sinn. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Teil der Macht, das brauche ich jetzt. Kann man die eigentlich hauen? Nee. Okay, Money. Hier sind die wirklich Rubine. Nicht Rupees. War ich ja schon. Was ist jetzt? Das. Fledermaus. Er will mich doch gar nicht berühren. Tschüss. Okay. Stachis musst du erst mit dem Schild. Ach, jetzt weiß ich Stachis. Ach, das ist so geil, ne? Das war so geil, dass es so plötzlich so einen kleinen Jump'n'Run. Ja, Jump'n'Run kann man es ja eigentlich nicht nennen, aber so 2D-Ableger gab. Mit Goomba. Goombas? Goombas. Das war eine nette Idee damals. Hä? Link kann doch nicht springen. Aha. Da falle ich nicht drauf. Oh! Oh, da kann er etwa mit der Greifenfeder doch springen? Wow! Nice. Daran erinnere ich mich echt nicht mehr, dass ich... Dass der springen... Konnte der springen? Ja, muss er ja. Deshalb gab es ja auch diese Jump'n'Run-Sequenzen hier. Nice. Guck mal hier. Tschüss. Ich mag dieses tippelnde Geräusch irgendwie von den Füßen. Tipp, 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 tipp. Jump ich einfach drüber. So sieht's nämlich aus. Ich bin nämlich hier Jumpman. Zack. Da muss ich überhaupt nicht lang. Was ist da oben? Hier. Was ist das? Mysteriöse Rätsel. Aber dieses
wird nicht sich lösen lassen. So, darüber nehme ich so. Okay, daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Der sieht aber irgendwie... Soll jetzt keine Kritik sein, aber der sieht irgendwie un-Zelda-like aus, oder? Der sieht irgendwie Kirby- oder Yoshi-mäßig oder von mir aus Mario-mäßig aus, aber... Und hinterlässt eine kleine Elfe. Oh, eine kleine Fee. Was ist das jetzt hier? Warum? Das ist natürlich gut zu wissen. Das wird er mir auch nicht gesagt. Hat Deutschlands weltbester Let's Player aus Deutschland der Welt natürlich schon wieder ganz alleine rausgefunden. Ey! Okay, dafür brauchen wir den Master Key. Gehen wir hier runter und wieder. Das ist aber nicht kindgerecht. Guck mal, das ist ja gruselig. Ist das alles hier oder was? Hier wird doch ja nicht. Oh man, das kann doch nicht alles sein. Ich bin hier nur für diese drei Herzchen rein. Okay, aber hier ist nichts. Aber Nintendo untypisch. Aufgehangene Skelette. Irgendwo brauche ich noch einen Schlüssel. Leute, wir müssen schon wieder ganz kurz Werbung machen. Das gibt euch die Zeit, vielleicht ganz kurz mal dem Supporters Club beizutreten und den ganzen Laden hier ein bisschen zu unterstützen. Mit eurer Mitgliedschaft helft ihr uns nämlich mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Nach der Werbung geht's weiter. Dann werde ich hier das Spiel durchspielen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wir sind ja natürlich hier noch im ersten Dungeon. Ich kann euch ja mal die Dungeon-Map zeigen. So sieht es aus. Hier haben wir noch ein paar Räumchen. Moment, war ich doch noch nicht ganz links? Nee, da war ich noch gar nicht ganz links. Das ist echt mini, das Spiel, ne? Hier war ich noch gar nicht. Hier war ich ja noch gar nicht. Da ist der Schlüssel. Ich dachte, das mit dem anderen Raum verwechselt. Der Kompass, falls man sich in diesem unfassbar riesengroßen Dungeon nicht mehr orientieren kann. Was viele nicht wissen. Zelda 1, Legend of Zelda, damals... Keine Ahnung, 86, 87 oder so fürs NES erschienen, hatte ein New Game Plus und das war richtig geil. Das hat es richtig in sich. Wenn man es durchgezockt hat, waren alle Dungeons im NG Plus und auch viele Items und alles, war anders. Die Dungeons hatten komplett neue Labyrinthe und neue Rätsel. Das war richtig krass. Aber was daran noch krass war, dass diese Dungeons hatten plötzlich unsichtbare Wände. Also was heißt unsichtbare Wände? Die hatten Wände, durch die man durchgehen kann. Also stellt euch vor, man geht einfach hier durch die Wand. Das hat es richtig schwer gemacht, weil du musstest im Prinzip bei jeder Wand, einmal gegen jede Wand laufen. Und das finde ich nicht okay. Nee, aber das war, also wenn man sich das mal überlegt, war das vom Umfang her schon ganz schön geil. Hat dann auch vom Schwierigkeitsgrad angezogen und so.
Der Meisterschlüssel. Leute, es ist der fucking Meisterschlüssel. Es ist der Meisterschlüssel. Wir können zum Bossi Bossensen. Und, noch keine Bomben, ne? Weil da war noch eine Wand, die man wegbomben könnte. Theoretisch, aber da muss man immer später nochmal wiederkommen. Ein bisschen komisch. Kriegt man nicht die Bomben immer als allererstes? Vielleicht muss man die einfach nur kaufen. Kann man die schon kaufen? Ich weiß nicht. Das war knapp. So, Boss. Butz, Butz. Raus! Moldorm! Oh, come on! Mann! Da geht er down, das war ja fucking schwer. Endlich mal Bosse, die man schlagen kann. Nicht so eine. Egal. Nicht böse werden. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Ja. Guck mal hier. Ersten Dungeon schon gelegt. Und als Belohnung gibt's ein Cello. Oder eine Geige. Nämlich eine Muschelgeige. Das ist doch das gleiche Lied, das das Mädel in der Stadt gesungen hat, oder? Ach ja, man muss ja den Schlaffisch auf der, aufwecken. Was ja dann wahrscheinlich passiert, wenn man richtig schlecht Musikinstrumente neben ihm spielt. Sumpf. Ein Weg öffnet sich in den Blumen. Okay. So. Aber Leute, hä? Guck wieder die Eule. Das ist ein Instrument, Entschuldigung. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den sieben anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle sieben finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war noch was. Ach ja, Uru. Das Geile ist, ich kann jetzt ja über Falllöcher springen. Das eröffnet mir ganz neue Wege. Ja. Hey du, es ist was ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. No. Ja, ganz viel, eine ganze Gruppe von Miblins, Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, die Maus von Komet und der Frau, ja, das ist böse getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Eieieiei. Oh nein, hier weinen alle. Kreisch, es ist ja ruhig. Okay. Danke für den Hinweis. Dem werde ich sofort nachgehen. Und er schläft einfach. Cool. Hat er ja auch gesagt, dass er es macht. Hat er ja gesagt. Warte mal. Kann ich hier was auf diesen Halterung setzen? Goomba. Nee. Was hab ich? Yoshi. Piranha-Pflanze. Okay. Ich meine, das ist neu. Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Oh shit, ich hab sie schon wieder getriggert. Welches Haus ist denn jetzt hier das, wo jemand gekidnappt wurde? Hier ist alles beim Alten, würde ich mal sagen. Nee, warte mal, der habe ich doch die Yoshi-Statue gegeben. Das da unten könnte ich aber. Für etwas steht Buhu. Ne, Buhu ist schon mal falsch. Shy Guy ist es auch nicht. Stachy auch nicht. Hm. Da ist auch noch einer. Okay. Hm. Nun. So, aber wo ist denn jetzt hier das Problem, Leute? Hier? Ich kann nichts weiter tun, als zu kehren. Ja gut, dann machen wir erstmal weiter. Offensichtlich können wir jetzt hier gerade nicht viel machen. Die Stadt ist schon so klein und ich schaff's trotzdem, die Orientierung zu finden. Hier ging's zum Angeln. Und hier geht's hoch. Durch den Zauberwald. Okay, es sind offensichtlich vier. Taltalhöhlen. War das das, wo ich lang muss? Hat er nicht irgendwas von Sumpf gesagt? Aber hier waren ja eh überall nur Steine. Ne, da ging es auch weiter. Das Friedhof und Urunga-Steppe. Friedhof, ey. Da gab's doch auch immer einen Dungeon, meine ich. Aber wie viel die aushalten? Alles? Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. What? Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Okay. Das hilft weiter. Hier sind die Taltalhöhen. Boris Hütte gleich in der Nähe. Da ist Boris Hütte. Was ist denn schon hier?
Du kannst doch nicht reinkommen. Ich bin mitten in den Vorbereitungen. Ey. Da fällt mir ein, man konnte auch eine Schaufel kaufen. Ich gerade eine Schaufel gesehen habe. Ich glaube, ich weiß. Ich weiß. Aber erstmal gehen wir da rein gucken. Was ist hier drinne? Super gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da vier sind. Ja, ist ja easy. Wir starten ja direkt wieder jetzt hier. Warte. Was ist da? Das ist ja mega simpel. So. Da reinfallen kann. Wie ich es auch immer wieder versuche und nie ist da irgendwas. Oh shit! Du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du solltest erstmal dich retten. Ja, man sollte natürlich nicht mitten im Gegner stehen bleiben. Das nimmt ja hier schon Dark Souls-Züge an. Natürlich hätte ich das auch ohne Damage hinbekommen. Aber ihr wolltet ja auch mal sehen, wie der Gegner so. Seid einfach ruhig. Ah, jetzt wirft er. Ich muss gar nicht springen. Haha, da hat er abgebremst. Die Sau hat abgebremst. Habt ihr es gesehen? Clever Nintendo. 1-0 für dich. 1-0 für dich. Das war gut. Das war gut. Das gefällt mir. Dafür werde ich dich töten. Jetzt hat er nicht gebremst. Ja, ist ja gut. Komm mit! Ein furchterregendes Vieh. Geil. Jetzt bist du mehr. So schön aus das Spiel. Diese leicht schimmernden Oberflächen. Und das Ding kann jetzt bestimmt diese Pflanzen wegfressen oder so. Ach, Eulor, ey. Das ist ja ein furchteinflößendes Tier, was du bei dir hast.
Vergiss nicht, das Musikinstrument im Schleimsumpf. Dafür bist du hergeflogen? Für diese Aussagen? Eulor, ey. Achso, nee. Ja, jetzt muss ich da außen rumgehen. Zu schwer mit bloßen Händen, wirst du das nicht hochheben können. Ja, das ist natürlich unglücklich. Muss ich den ganzen Weg anders gehen? Das ist doch Schwachsinn. Muss ich wieder hier rein? Okay. Aber ich kann hier sehr gut abkürzen. Warte mal. Ah, jetzt kann ich auch hier rein. Ja. Dr. Wright. Ist es Will Wright oder was? Ich schreibe gerne Briefe. Leider antwortet mir nie jemand. So, was ist? Der hat was gefunden. Was? Er hat doch gerade auf irgendwas reagiert, sagt. Da. Graben. Ach, ich soll graben. Ich hab nichts zum Graben. Ich hab nur gedrückt. Rupees. Mega Höhle. Musik, der Fisch regt sich im Ei. Du bist dort. Alter. Der Knall hat die Gegner einfach frisst. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Hund diese Blumen oder mit dem Sprung diese Blumen irgendwas. Das muss ja eigentlich. Ja, der Hund isst sie, siehst du? Isst diese Blume. Yes. Und hier die? Nope. Doch, tatsächlich. Sehr gut. Och, nur Münzen. Aber immerhin 50. Jetzt können wir hier nämlich in den Sumpfpalast oder was auch immer das ist. Die Djinn-Grotte. Tricks.
sind diese Kacheln hier? Ja, da muss ich später nochmal runterkommen. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel. Verstehst du? Ach, die hat einen anderen Schnabel. Ah, das ist ja clever. Warte mal, warte mal. Wir müssen zu zweit den... Wir müssen die zu zweit den Stein schieben. Na wie? Stehe ich im Weg? Das macht mich wahnsinnig. Okay. Lass mich in Ruhe. Komm du noch her. Komm her, Junge. Ja, komm doch. Ach ja, da bleibst du jetzt stehen, oder was? Ja, come on. Geht doch. Hä? So geht's nicht. Das ist ein Bug. Was ist dumm? War ganz schön schwer. Sieht nicht so aus, aber der hat immer doppelt irgendwie das Ding aktiviert. Ist doch mit. Naja, okay. Schon zwei von den Schlüsseln. Falsche Taste, ja, ist ja gut, Leute. Ich glaube, hier kriege ich den Handschuh. Okay. Aber auch nicht hauen. Die sehen so süß aus, man will die gar nicht hauen. Was hat's hier noch? Das ist auch alles mysteriös hier. Alles ist mysteriös. Ja, das war's schon mal nicht. Ohne ihren Schnabel, bla bla bla. Ach so, müssen die natürlich auf die... auf die Flächen schieben. Denn dann erscheint eine Treppenstufe. Okay.
Das ist der Boss? Nee. Was ist mit ihm? Ja, aber wie denn? Oh, shit. Er hat die Bomben. Alter. Ich hab nur geschlagen. Ich hab zuerst geschlagen. Okay. Das ist auch wirklich nicht besonders gut. Ich habe hier noch einen Schlüssel. Guck mal. Arsch! Gemein! Das war knapp. Toll, der dumme Schnabel. Ich meine, der ist neu, aber ich erinnere mich auch nicht mehr. Oh, die machen mich fertig hier. So viel Gemeinheiten. Ich jetzt auch schon. So geht das nicht. Ich könnte Herzen gebrauchen. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Ey, das schaffe ich so nicht. Das wissen wir doch alle, wie das endet. Keine Herzen? Irgendwo Herzen farmen. Aber es gibt keinen Spawn. Shit! Die Situation war ausweglos. Es blieb mir nichts übrig, als mich meinen größten Ängsten zu stellen. Diesmal sollte es funktionieren. Leute, das ist hier Deutschlands weltbester Let's Player und nicht irgendein. Ach, da gibt's Herzen. So einäugiger Willi, jetzt wollen wir mal sehen, was hier Phase ist. Schitznitzel! Ja, es ist... Nicht da rein, nicht da rein. Er hat halt auch die Mega-Reach. Aber nichts reicht gegen Deutschlands weltbestem Let's Player der Welt aus Deutschland. Mann, wieso greife ich die Dinger immer reflexartig? Weil das bei anderen Zeldas auch so ging. Da konnte man Felsbrücken nicht hochheben, aber du konntest Fässer konnte man heben. Was ist denn da wieder? Wieso ist denn da wieder? Du bleibst jetzt mal da und du machst mal jetzt hier. Erst die langohrige Kreatur, zuletzt der Schädelritter.
Erst die langohrige Kreatur. Dann der Schild. What the? Okay. Whoa, whoa, whoa. Die Map. Kein Problem. Erst die langhaarige Kreatur. Nee, langohrig? Langhaarig? Dann der Schädelritter. Erst langhaarig. Ich habe gar keine Münze. Ich habe gar keinen Schlüssel, meine ich. Ja, nun. Erst lang. Ich muss ihn noch mal lesen. Erst langohrig, dann der Schädelritter. Langohrig, Schädelritter. Schädelritter war das der mit dem Schwert. Langohrig. Langohrig. Leute, ich weiß es nicht. Es ist ein sehr mysteriöses Rätsel. Hier. Bei Zelda. Link's Awakening. Ich speichere ab. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich weiß, was ihr euch jetzt sagt. Was? Schon? Wie schnell ging denn hier die Zeit um? Aber so ist das, wenn man königlich unterhalten wird. Ich habe euch vorher gewarnt. Das ist nichts für Leute, die mit Skill nichts anfangen können. Aber ich muss zum Ende kommen. Wir spielen das auf jeden Fall weiter, Leute. Ich hab Bock. Ich bin auch schon fast durch. In diesem Sinne ist ja wahrscheinlich noch 2-3 Teile. Ich freue mich drauf. Deutschlands weltbester Let's Player sagt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Link's Awakening. Tschüss.